Was ist das Größte, was ist das Beste, was ein Mensch im Leben haben kann? Besteht es in vielem Geld? Besteht es in Familie? Besteht es in einem Haus? Was ist das Beste und Größte, was ein Mensch im Leben haben kann? Lass mich euch sagen, das Beste und Größte, was ein Mensch im Leben haben kann, ist Frieden mit Gott. Wie kannst du Frieden mit Gott haben? Durch seinen Sohn Jesus Christus. Wenn wir alle hier ehrlich sind in diesem Zugabteil, ehrlich mit uns selbst. Wir haben gesündigt, der eine mehr, der andere weniger. Aber jeder einzelne von uns hat gesündigt. Was tut Sünde? Sünde trennt uns von Gott, der uns liebt. Gott ist heilig. Er kann keine Gemeinschaft haben mit dem Bösen. Aber Gott hat uns erschaffen für eine Liebesbeziehung mit ihm. Wir sind erschaffen worden von Gott, um uns von Gott lieben zu lassen, an seine Liebe zu erwidern und einander zu lieben wie uns selbst. Das ist der Sinn des Lebens. Und Jesus hat uns gezeigt, wie das geht, in Perfektion. Jesus hat ein Leben gelebt ohne Sünde, ein Leben in vollkommener Liebe, ohne zu lügen, ohne zu stehlen, ohne zu hassen, ohne zu beleidigen, ohne die Eltern zu entehren, jemanden zu töten oder sonst etwas Schlimmes zu tun. Jesus ist mit unserer Schuld und Sünde eins gemacht, den Tod am Kreuz gestorben. Jesus hat die ganze Strafe ertragen, die uns eigentlich treffen müsste. Die ganze Strafe Gottes, weil er uns so sehr liebt. Jesus will dir vergeben. Das Blut von Jesus ist geflossen, zur Vergebung unserer aller Sünden. Jeder, der zu ihm kommt, ehrlichen Herzens und sagt: Herr Jesus, bitte vergib mir meine Schuld und Sünde. Den wird er vergeben. Durch den Tod von Jesus am Kreuz ist die Mauer unserer Sündenschuld, die uns von Gott trennt, niedergerissen worden. Durch seinen Tod ist kaputt gemacht worden, was dich von Gott trennt, der dich so liebt. Und er ist von den Toten auferstanden am dritten Tag, damit jeder einzelne von uns hier in diesem Zugabteil durch den Glauben an Jesus auch wieder in die Einheit und Beziehung mit Gott auferstehen kann, so wie er von den Toten auferstanden ist. Jesus ist nur ein Gebet weit entfernt. Ich durfte es erfahren an dem Tiefpunkt meines Lebens. Ich hatte einen Schläger und Alkoholiker zum Vater, eine posttraumatische Belastungsstörung. Ich bin durch viele Kinderheime und Kinderjugendpsychiatrien marschiert. Und später in der Jugend Alkohol, Drogen, die Straße, und irgendwann fast das Gefängnis, das war mein Leben. Und als mein Leben zerbrochen ist, habe ich zu Gott geschrien. Und ich habe gefragt: Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann bitte komm in mein Herz. Und in dem Moment, wo ich das gebetet habe, habe ich so stark zu spüren bekommen, wie sehr Gott mich liebt, wie ich noch niemals in meinem Leben Liebe gespürt habe. Und das lasst mich euch sagen: Gott liebt euch in gleicher Weise wie mich. Und am Kreuz hat er euch bewiesen, wie sehr er euch liebt. Er hat unseren Platz eingenommen. Er hat den Weg zu Gott freigemacht. Und jetzt liegt es an dir, ob du das Geschenk der Gnade, der Vergebung in seinem Blut, das Geschenk des ewigen Lebens für dich in Anspruch nimmst und dich von Jesus retten lässt. Sie erreichen in wenigen Minuten dann den letzten Aufbau. Dachten Sie vorab, unser Zug fährt aufgrund seiner hohen Verspätung heute nur bis Jesus Duisburg Hauptbahnhof, ist entweder dein Hauptbahnhof und wendet dort dann vorzeitig zurück nach Osnabrück. Reisende mit dem Ziel Düsseldorf Flughafen bzw. Düsseldorf Hauptbahnhof haben gleich schon in Essen die Alternative. Aber Jesus, in Richtung Düsseldorf mit der E1, Abfahrt ist hier um 15.09 Uhr von Gleis 2. Jesus hat die Strafe. Ja, oder andererseits kommen Sie dann bitte mit bis Duisburg mit unserem Zug und steigen dort in Duisburg dann in die RE19. Wenn du Jesus in dein Herz hereinlässt und an seinen Namen glaubst, Düsseldorf Abfahrt ist in Duisburg um 15.16 Uhr. Ich wiederhole noch einmal, wir erreichen in wenigen Minuten den Essener Hauptbahnhof. Aufgrund unserer hohen Verspätung von 30 Minuten endet unser Zug heute vorzeitig nicht zu fürchten. Duisburg Hauptbahnhof und wendet dort dann direkt zurück in Richtung Osnabrück. Reisende mit dem Ziel Düsseldorf Flughafen und Düsseldorf Hauptbahnhof haben gleich schon in Essen
die Alternative mit der EE1, Abfahrt ist um 15:09 vom Gleis 2. Dieser Zug hält am Düsseldorfer Flughafen genauso wie ich. Hafen und am Düsseldorfer Jesus, wenn es dich wirklich gibt. Oder alternativ können Sie auch gerne mit unserem Zug mitfahren bis Duisburg Hauptbahnhof und steigen dort in Duisburg dann in die EE19. Abfahrt ist dort dann um 15:16 in Duisburg vom Gleis 2. Zeig dich mir. Und Jesus wird sich dir zeigen. Er ist nur ein Gebet weit entfernt. Ich habe zu spüren bekommen, wie sehr Gott mich liebt. Du wirst zu spüren bekommen, wie sehr Gott dich liebt. Seid gesegnet in Jesus' Namen. Amen.